Verstand steht nicht auf mein Humor. Rap wie du willst, Homie, doch das bringt dir keine Wort. Ich bin dieser eine Harte der Raps. Guck mich an, ich hab die Hauptstadt auf die Karte gesetzt. Berlin. Und keiner von den Kids redet vom Playmobil. Seitdem ich da bin, wollen alle nur nach Yale ziehen. Kleiner Mann, du brauchst 17 E-Prothese. Sag mir Spaß, warum bist du je in meiner Gegend gewesen? Oh, das ist wie Holzhacken. Vom Rappen krieg ich Muskeln. Ich kann nichts dafür, dass ich jetzt deine Freunde voll kacken. Bevor ich spotten, deinem Album hat ne Scheißfigur. Er ist guter Junge, denn ich trage jetzt eine Breite nur. Yeah. Junge, sie schreien, hey, ich bin der Endgegner. Ich möchte sagen, ein Gast, der vieles in sich vereint. Sehr vielseitig. Bushido, Deutschlands Staatsfeind Nummer 1, so nennst du dich selber. Du bist gerade aber andererseits, viele haben Angst vor dir. Du bist aber auch von einer ganz erfolgreichen Tour gerade zurückgekehrt. Alle Clubs immer ausverkauft, Platz 4 in den Charts gerade. Andererseits sind von mehr als die Hälfte deiner Alben verboten auf dem Index. Und es gibt natürlich auch viele, viele Kritiker. Darüber werden wir jetzt reden. Herzlich willkommen, Bushido. Danke. Das sah ja gerade ganz wild aus in diesem Video und ziemlich mächtig auch die Staatsgewalt. Wir haben ja gerade den aktuellen Anlass gehabt. In Paris gab es viele Krawalle, die zum Glück jetzt langsam abebben. Hat dich das beschäftigt und bewegt? Paris gut, also ich bin noch ein bisschen heiser, weil ich bin erst vorgestern von der Tour wiedergekommen. Theoretisch ja, weil in allererster Linie, ich habe Verwandte in Paris. Also ich bin auch sehr oft in Paris gewesen und gut, so fremd ist mir das jetzt auch nicht. Und wenn ich dann in Berlin sitze, so eine schöne Stadt, und dann halt im Café, in einem arabischen Café sitze und wir dann auch über Libanon TV und so, weil wir haben dann Satellitenschüsse, so wir kriegen dann Al Jazeera und Libanon und alles Mögliche rein. Und das halt dann überall zum Thema geworden ist, so dann denken wir uns auch selber so, oh Mann, da ist gerade auf jeden Fall eine Menge Ärger so in Frankreich so am Dampfen. Und gut, so die erste Reaktion ist die, dass wir oder dass allgemein erstmal ein bisschen so Panik gemacht wird, wie bei der Vogelgrippe, geht euch alle impfen und dann kommt irgendwie 3 Wochen später raus, die Impfung hat gar nichts geholfen so eigentlich. Und man will es ja immer alles so von sich schieben, so weißt du. Und ich habe es mir halt angeguckt, so ich bin natürlich auch sehr besorgt und gut, man muss halt echt aufpassen, ne, dass man halt irgendwann dann keine Pariser Verhältnisse hat, zum Beispiel in Berlin oder halt in einer anderen deutschen Stadt, denke ja, ich mal. Ich meine, du bist ja groß geworden in Berlin, in Kreuzberg, mit Kriminalität, mit ordentlich Drogengeschichten, schön Ärger, Neukölln, genau. Also du kennst auch so ein bisschen so die Stimme der Kids auf der Straße. Meinst du, das droht für Deutschland? Ja, ich will auch den Teufel nicht an die Wand malen. So, man muss auch immer sehr vorsichtig sein, auch gerade in den Medien. So darf man jetzt nicht anfangen zu sagen, denkt alle dran, ja, morgen geht's los in Berlin, ne, 16 Uhr, so 1. Mai mäßig. So, so weit würde ich gar nicht gehen, aber ich würde sagen, so, dass wenn Berlin und Paris irgendwie 1000 Kilometer voneinander entfernt liegen, so würde ich nicht sagen, dass die Gewalt oder auch die Ausschreitung oder prinzipiell so die ganze depressive Stimmung, so die ja die Kids dazu gebracht hat, überhaupt erst die Autos anzuzünden, dass das alles irgendwie 1000 Kilometer entfernt wäre. So. Aber gut, wir sind hier in Deutschland. Sehr gut. Also wir haben auf jeden Fall wir können sehr, sehr froh sein, dass wir in Deutschland wohnen und dass wir hier leben und dass wir alles haben. Wir haben Sozialämter, Arbeitsämter, Hartz IV, alles Mögliche. Also bis wirklich jemand irgendwo da ist, wo er sich echt überlegt, so was mache ich jetzt? Springe ich jetzt von der Brücke oder zünde ich jetzt ein Auto an? So, ich denke mal, in Deutschland dauert es noch sehr, sehr lange. Aber ich denke so gerade auch, wenn wir halt dann auch sehr, sehr viel über Politiker lachen, so was eigentlich auch nicht okay ist erstmal, dass wir da auf jeden Fall auf dem besten Weg hin sind, so würde ich mal so sagen. Wie kann man denn jetzt schon was tun, deiner Meinung nach? Ja gut, jetzt schon tun ist immer so die Sache. Da müsste man wissen, so was die Leute, die vielleicht potenzielle Autoanzünder sein könnten, so was stört die Leute? So, was finden sie cool, was finden sie nicht cool? Sind sie zufrieden damit, dass Merkel jetzt Kanzlerin wird? Sind sie zufrieden, dass Stoiber nicht nach Berlin kommt jetzt erstmal? Keine Ahnung so. Sind sie zufrieden, dass im Jugendclub irgendwie der Kicker-Automat kaputt ist? Oder so, wo ist dein Problem? Sag du mir, wo dein Problem ist. Und dann können wir erstmal entscheiden, ob wir A, das Problem verstehen, wenn wir es verstehen, ob wir was machen können. Und C, die wichtigste Sache ist, ob die Jugendlichen diese Hilfe überhaupt annehmen wollen. So, weil in Paris, die haben gar keinen Bock. So, da könnte der Staat jetzt machen, was er will. So gut, da fängt jetzt Ausgangssperre. Ich denke mal, das ist dann mein Ausnahmezustand, bin ich ja richtig informiert. Der geht jetzt auf jeden Fall locker bis über Silvester, weil die auf jeden Fall so extrem Optik haben, dass es Silvester wieder extreme Randale gibt. Mhm. Man sagt zwar gut, ich meine, wir haben das jetzt alles unter Kontrolle, aber es ist wie so ein Waldbrand. Gut, die Feuer sind erstmal gelöscht, so die Glut, also die Asche glüht weiter und wer weiß, so, es wird auf jeden Fall bald, denke ich mal, wieder die nächste Situation kommen, in der es dann wieder kracht. Und in Deutschland muss man gucken, und sagen einfach so, verstehen wir die Probleme so der Jugendlichen? So, es sind ja auch viele Ausländer, die in Deutschland leben und
gerade Berlin ist eine sehr multikulturelle Stadt und gut, ich habe zwar auch einen deutschen Ausweis, aber ich kenne immer noch Leute, die gar keinen Ausweis haben zum Beispiel, ne? Die auch illegal in Deutschland sich aufhalten und man muss halt gucken, so, ob man mit diesen Leuten reden möchte. So. Was sagst du denen denn mit so einem Video zum Beispiel, wo du es ja eindeutig, ne, Staatsfeind Nummer 1, du rufst ja quasi dazu auf, dass man Terror machen soll. Nö, also ich rufe in keiner Stelle irgendwie dazu auf, weder irgendwie Drogen zu nehmen, Gewalt zu verherrlichen, Frauen zu... wie nennt man das? Missachten oder so, Schwule irgendwie scheiße zu finden. So, ich rufe nicht dafür dazu. Aber wieso sagst du das denn in deinen Texten? Was sag ich denn? Na, du bist ja schon sehr frauenfeindlich und schwulenfeindlich. Und nicht umsonst auf dem Index mit 4 Platten von 7. Doch, relativ umsonst. Weil wenn man sich anguckt, so, dass meine letzten 3 Anzeigen alle aus Trier kamen, immer von derselben Stelle, so, dann kann man ja gar nicht mehr von einer objektiven Überwachung reden. So, ich finde sehr gut, dass wir den Index haben. So, wenn man die Gruppen kennt, die auf dem Index sind, und ich bin leider sehr... bewandert, was das Thema Index betrifft, so. Und man sich irgendwie vorstellt, dass da so Gruppen wie Weiß, Stolz und Deutsch irgendwie so natürlich auf dem Index gehören, weil die extrem nur Scheiße so von sich geben, muss man dann gucken, wenn irgendwie die letzten 3 Alben indiziert werden, weil eine Gruppe in Trier immer wieder sagt, Bushido muss weg, der muss auf jeden Fall weg, der muss indiziert werden. Und man gar nicht diesen Kontext sucht, so, die wollen ja gar nicht mit mir reden. Ja, gut, aber es gibt ja genug Phrasen und die müssen wir jetzt nicht alle im Einzelnen aufzählen. Selbstverständlich. Die ja, durchaus... Das ist ja das Leben. Das ist ja, das ist ja nicht unbedingt das Leben. Wenn das ist mein Leben. Bist du denn? Bist du denn der Meinung, dass das Schwule nicht geben sollte? Beziehungsweise bist du Ausländerfeind? Bist du? Hast du? Ne? Also Ausländer. Hast du Nazi? Du hast ja Nazi-Fans auch. Ja gut, aber was kann ich für meine Fans? Ich habe 14-jährige Spangenträgerin als Fans. Ich habe einen 21-jährigen Sascha als Fan, so, dessen Mutter Ramona ist und wer ist denn jetzt besser, wer ist denn schlechter jetzt? Das 14-jährige Mädchen mit Zahnspange, der Typ aus Dresden, der kurze Haare oder der eine Glatze hat und irgendwie gerade extrem so verblendet ist, weil man ja auch die Politik lächerlich macht. So. Ja. Man hat ja keinen Respekt mehr. So. Gut, Angela Merkel, sage ich Ihnen ganz ehrlich, ich habe mir Angela Merkel auch nicht gewünscht. So. Aber sie ist jetzt irgendwie durch irgendwelche Gespräche erstmal zur Kanzlerin praktisch ernannt worden, die dann irgendwann jetzt in der nächsten Woche stattfindet. Wir müssen dahinter stehen. Das ist unsere Pflicht als Bürger. Wir müssen dieser Frau, oder egal, auch Schröder und Kohl und wie sie alle hießen, wir müssen diesen Leuten Respekt zollen, weil es unsere Bürger. So. Aber warum singst du das eigentlich nicht so? Warum rappst du nicht solche Texte? Darüber, ja, weil ich schon tausendmal gesagt habe, wenn es um meine Musik geht, so, dann mache ich das alles so, wie ich das möchte. So, weil ich habe einen freien Willen. So. Ich kann in meiner Musik entscheiden, was ich sage und was ich nicht sage. Wenn wir jetzt so an einem Glastisch sitzen und sie mich fragen, so, wenn sie von ihrem Schicksal erzählt und ich mir da wirklich Gedanken mache und so mir das auch ans Herz geht so, und ich sie frage, ob ihr Sohn sie unterstützt und so, das schließt doch das eine nicht aus. Ich meine, ich mache meine Musik, was ich möchte. Das ist meine Musik, das ist mein Leben. Ich rufe keine Leute dazu auf, irgendwie, ich sag nicht, komm, jetzt lass uns rausgehen, irgendwie Autos anzünden. Aber ich mache das so, wie ich Bock habe. So. Und das ist ja genau richtig, weil das ist ja das, was Bushido vorher gesagt hat. Man muss mit jungen Leuten sprechen. Es gibt nun mal viele junge Leute, die Schwulen hassen. Und das muss man einfach mal ansprechen. Aber das tust du gar nicht, oder? Eben, man darf nicht von Schwulen hassen reden. So. Ich würde eher sagen, ich persönlich... Aber es gibt leider sehr viele. Es gibt leider, natürlich. Und das ist auch richtig, dass man dieses Wort leider... Und dann muss man aber den Leuten nicht sagen, hey, du Arsch, du hast Schwule, du bist ein Depp. Sondern muss man mit dem sprechen. Warum ist das so? Erstmal, ich denke mal, prinzipiell muss man herausfinden, so, ob derjenige wirklich Schwule hasst. Mhm. So. Ich denke mal, wenn man wirklich erstmal dazu kommt, so mit einem schwulen Hasser zu reden, da kommt es ganz relativ schnell raus. Natürlich alle sagen, meine Ex-Freundin hat immer zu mir gesagt, weißt du was, du bist selber schwul. Mhm. Deswegen bist du so Schwulen gegenüber so homophob. So, ich denke nur so, naja, also ich glaube eigentlich bin ich nicht schwul, aber ich sage Ihnen ganz ehrlich so, und ich denke, das ist auch mein freier Wille, der es mir erlaubt, einfach sagen zu dürfen, dass theoretische Art und Weise, ja, was jetzt auch die Natur betrifft, so, wenn wir natürlich schon einen Professor hier haben, dass Schwulsein nicht normal ist, was die Natur betrifft, denke ich mal so. Und mehr habe ich gar nicht gesagt. Ich habe gar nichts gegen Schwule. So. Jeder soll machen, wie er Bock hat. Nee, es geht da um die Fortpflanzung. Ja, vieles. Aber ja, Schwulsein ist schon das relativ krasse. Das gab es in jeder Meinung. Gesellschaft. Das, wenn ja, man zurückgeht zu den Amazonen, die da waren, das war da eine ganz andere Gesellschaftskultur. Ja, und Pinguine sind auch schwul. Dagegen habe ich ja nichts. So, nein, es geht um die Fortpflanzung. Also ja, als Schwuler kann man sich natürlich schlechter fortpflanzen. Deswegen, relativ schlecht. Wir, zum Glück haben wir natürlich, wir können Samen spenden, wir können uns künstlich befruchten lassen. Wir sind sehr frei in der Beziehung. Dagegen man soll über Dinge sprechen. Das ist auch meine Meinung. Man muss nicht, wenn jemand eine andere Meinung hat, ihn gleich runterbügeln und sagen, du kannst aber spätestens dann, wenn man spürt, dass das vielleicht auch, dass man selber mit seiner Musik instrumentalisiert wird, dadurch, dass sich das andere auf die Fahnen schreiben und das ausnutzen, muss man dann nicht als Künstler sagen, nee, ich will mich nicht instrumentalisieren lassen, ich will nicht falsch verstanden werden? Irgendwann kommt der Punkt, an dem wird man sich selber bewusst, dass man eine sehr, sehr große Verantwortung hat. Und ich habe immer wieder gerne gesagt, das ist wie mit der Schule so.
komme in die siebte Klasse und dann fange ich jetzt an, irgendwie Geschichte zu bekommen. Und irgendwann im Abitur hab ich Deutsch-Leistungskurs gehabt. Ich habe auch Englisch-Deutsch als Leistungskurs gehabt. Und je länger man Deutsch bekommt als Schulfach, je länger man Mathematik hat in der Schule, desto besser wird man bewandert in Algebra, in Deutsch, in Englisch etc. Und je mehr Zeit man mir gibt, so mit meiner Verantwortung natürlich leben zu können, so, desto besser kann ich diese Verantwortung natürlich einsetzen. Keiner darf von mir verlangen, ich meine, ich bin jetzt zwar nicht wie der Herr hier 30 Jahre schon unterwegs, aber so, ich habe es eh nicht so, ich habe es auch Anfang an einfach nur so gemacht, weil ich Bock hatte, Musik zu machen, Rock'n'Roll. Er wollte Rock'n'Roll machen, ich wollte rappen. So anders ist dieser Lifestyle gar nicht so. Ich mache auch Partys, ich trinke keinen Alkohol, so, ich mache ganz andere Sachen auf Tour. Und irgendwann musst du dir einfach bewusst werden, so, dass das, was du sagst, ich bin jetzt Platz 4 in den Charts, so, das ist unglaublich gewesen. So, ich bin vor einem Jahr irgendwie so auf meinem Schreibtisch irgendwie gestanden, habe so einem selber gebauten Mic mit so einem Joghurtbecher habe ich irgendwas gerappt. Und plötzlich so sitze ich im Fernsehen, ich bin beim NDR, ich bin auf Platz 4 in den Charts und so. Und die Leute müssen zu mir kommen, so. Sie müssen mich suchen, sie müssen mich finden, sie müssen mit mir zusammen irgendwie reden und sagen, Bushido, pass auf, da gibt es eine Menge Jungs, eine Menge Mädels, so, die glauben das, was du sagst. Und kannst du auch was Gutes sagen? So? Und wenn man mich fragt, so würde ich niemals Nein sagen. Mhm. Aber das musst du, kannst du auch selber bestimmen, ob du was Gutes sagen willst. Ja, natürlich kann ich das. Du musst dir das doch nicht sagen lassen. Nee, natürlich nicht, aber so, ich sehe ja in meiner Musik bzw. in den Aussagen, wie ich sie treffe, in erster Hinsicht erstmal keine Gefahr so. Weil ich selber so, ich habe Marilyn Manson gehört, ich bin sehr gut befreundet mit den Rammstein-Jungs und so. Mhm. Die Leute, meine Musik, die ich gehört habe, so, die hat mich nicht dazu gebracht, irgendwie, dass ich rausgegangen bin, Leute zusammengeschlagen habe, Autos angezündet habe. Ich habe noch nie eine Straftat gemacht aufgrund der Musik, die ich gehört habe. Und wie gesagt, ich bin ein ganz normaler Junge und wenn man mich irgendwann mal trifft, so, dann hat man eh ein gutes Verhältnis mit mir. Und ich weiß nicht, also ich sehe das ganz normal. Ja, aber die treffen dich ja nicht, deine Fans. Und die haben eh schon so eine aggressive Grundstimmung vielleicht, wenn sie sich leisten können. Und es gibt natürlich eine Menge auf der Straße, was auch passieren kann. Gerade wenn die dann angeheizt werden noch so ein bisschen. Aber dann kann man doch vom Hundertsten ins Tausendste kommen. Dann kann man doch sagen, die Gewaltvideos machen viel mehr aus. Ja. Also ich glaube tatsächlich, auch wenn man, ich höre auch manchmal gern Rammstein, ich gehe deswegen nicht hin und bin da ein Autoanzünder. Da beißt ein Hamster den Kopf ab auf der Bühne oder so. Ja, natürlich. Das ist ja vollkommen normal. Ich bin da nicht so wissenschaftlich. So. Ich gehe da jetzt auch nicht so ins Detail und sage so, also eigentlich haben wir gar keinen freien Willen. So. Ich bin der Meinung, ich habe einen freien Willen und meine Mutter ist die einzige Frau auf der Welt, die mir irgendwie sagen kann, ob irgendwas richtig oder falsch ist. So. Und wie alles findet sie das? Meine Mutter ist sehr, sehr stolz auf mich. Sie findet, dass ich sehr gut im Anzug aussehe und Wobei das ja der Anzug ist, den du fürs Gericht dir gekauft hast. Ja, also hast, leider, du kurz aber in den Knast musstest. Gut, eine gute Sache hatte das Gericht gehabt, ich habe mir einen Anzug gekauft, okay. Aber nein. Guck mal, darf ich mal eins dazwischen sagen? Ihr redet jetzt dauernd eher negativ. Ich würde doch eher mit ihm mal über was Positives sprechen. Er macht so schöne Ansätze, zum Beispiel, er sagt, wir müssen Menschen wieder respektieren. Wir müssen wieder mehr über Werte sprechen. Vielleicht, dass man ihm so mal die Gelegenheit gibt, auch sowas mal zu transportieren. Denn ich bin sicher, viele junge Menschen schauen jetzt zu. Und ich glaube, dass viele junge Menschen heutzutage darunter leiden, dass wir diese Moral oder diese Werte, innere Werte, dass wir die nicht mehr haben. Und vielleicht sollte man über diese Themen auch mal gerade so mit jemandem wie Bushido drüber sprechen. Also ich biete mich auch an, ich stelle mich ja gerne zur Verfügung. Ich meine, ich habe auch noch das Glück, so, ich kann mich ja gewissermaßen auch relativ gut artikulieren. So. Mhm. Ich habe eine gute Schulbildung genossen, so, was viele Leute mir natürlich auch gar nicht zutrauen würden. So. Und ich stehe hier einfach rum. So. Ich war am Mittwoch bei einem krebskranken Jungen in Bad Wimpfen. So. Der hat sich gewünscht, dass ich mal vorbeikomme. So habe ich kein Problem. Wenn ich hingefangen habe, habe ich ihm Hallo gesagt. Wenn eine Schulklasse oder ein Lehrer irgendwie sagen würde, wisst ihr was, also ich glaube so, Bushidos Musik ist dafür verantwortlich, dass kleine Jungs irgendwie Mädchen mit dem Wort Schlampe betiteln. So. Wenn er wirklich der Meinung ist, so, dann bitte lad mich ein, so, ich würde den Leuten sagen, Jungs, wie redet ihr mit den Mädchen? Seid ihr bescheuert? Eben, das finde ich. Also ich würde es machen, weil ich... Aber stört es dich nicht, dass du so falsch verstanden wirst? Nein, gar nicht. Das würde mich doch gar nicht. Na, doch, klar. Ich werde... Also doch, es kommt darauf an, so, ich habe eine Menge Fans, die mich natürlich auch lieben. So. Ich habe auch natürlich viele Kritiker, aber ich sage Ihnen ganz ehrlich, solange meine Mutter mich nicht kritisiert, ist mir das alle ganz egal. So. Also ich sage jetzt, ich habe sehr viel Glück. Ich bin natürlich, ich stehe gerade auf der Sonnenseite des Lebens so. Also mir geht es sehr gut. Ich verdiene sehr viel Geld. Wenn ich natürlich kritisiert werde, dann aber auch noch keine CDs verkaufen würde, dann würde ich mir irgendwann denken so, meine Güte. Ich glaube, jetzt sollte ich mal wieder als Maler-Lackierer arbeiten. So, ich bin gelernter Maler-Lackierer, habe abgeschlossen
Aber im Moment, also mir geht es so prächtig. Also ich bedanke mich jeden Tag, den ich aufstehe und sage, so, ich bin gesund. Genieße vor allem, das. Wir sind gesund. Ne? Genieße so das. So schnell kann es gehen, dass man nicht mehr gesund kann ist. Kann sehr schnell gehen. Ja. Meine Mutter ist da, mein Bruder ist da, meine Freunde sind da. Also bei mir ist alles tutti gerade. Stimmt das eigentlich, wenn du nach Hause kommst, dass du nur Klassik hörst? Also ich höre sehr viel Klassik. Ich habe von meiner Gesellenprüfung 2 Tage lang wirklich nur Klassik gehört. Und also privat höre ich sehr wenig Musik, weil ich immer sehr viel Musik in den Ohren habe. Aber ansonsten höre ich auch eher nur so Rammstein. Halt, höre ich sehr, sehr gerne. Und Marilyn Manson, halt die Schiene schon so. Aber wie gesagt, so, das ist aber auch nur Musik erstmal so. Ne? Natürlich bin ich sehr authentisch, leider so. Und leider stehe ich vor Gericht. Und leider wird mit Bushido auch immer Gewalt verbunden und so. Ne? Und leider stehe ich vor Gericht und werde dann natürlich dann extrem wieder so in die Schiene geschoben. So, ja, guck mal, jetzt brauche ich wieder Promotion. Und das tut mir auch selber leid. Aber ich sage auch ganz ehrlich und ganz offen so, ich bin nicht dumm und ich weiß auch, was ich mache. Und wenn die Leute mich kritisieren, so, pff, so, ich meine, na gut, ne? Deutschland. Die Kids lieben mich so, leider. Leider dafür, dass ich halt so ein Außenseiter bin. Und ich denke mal, wir sollten alle versuchen, dass gerade Jugendliche nicht einfach erst irgendjemanden interessant finden, wenn er irgendwie im Abseits steht. Egal, ob es jetzt die NPD ist, die in gewissermaßen natürlich im Abseits steht, weil sie ja immer verteufelt wird. Und wir brauchen über die Inhalte der NPD gar nicht reden, so, weil das ist absolut nicht vertretbar. Aber gerade dadurch werden halt Jugendliche, gerade auch im Osten Deutschlands, die halt einfach keinen Plan haben, so, die sind einfach verwirrt. So, keine Lehre bekommen, scheiße. So, meine Freundin ist jetzt auch noch mit einem Türken durchgebrannt, scheiß Türken. So, NPD, ja, voll super, Junge, wir geben dir Arbeit, alles super, jetzt kommt zu uns und so. Und dann bekommt er auf der anderen Seite immer zu hören, NPD gibt's gar nicht und die ist alles bla bla bla, Punkt, Punkt, Punkt. Und so kommt auch wieder ein potenzieller, verwirrter Mensch wieder an eine Randgruppe hinein, so, die natürlich gerne frisst, weil die leben davon, das sind wie Parasiten. Die sind wie so ein Schwamm, die alles in sich aufziehen. Und ich würde mich freuen, so, wenn ich vielleicht auch nicht so als der krasse Außenseiter mal dastehen würde, weil eigentlich gehöre ich dazu und ich gehe wählen, ich zahle meine Steuern. Ich habe übrigens nichts gegen die Steuererhöhung, weil ich bin selbstständig, so, ich kann die eh wieder abführen, so, egal ob du das. Also Deutschlands Staatsfeind Nummer 1 bist du bestimmt nicht, Skandalrapper Nummer 1, würde ich sagen. Oder Österreichs Staatsfeind Nummer 1, mal gucken. Bushido, vielen Dank. Dankeschön.